Wenn ich abends heimkomm, dann warten sie schon an der Tür, mein Schleppli. Dann flüstern sie mir leise zu, komm Erwin, komm nei in dein Schleppli. Ach, das ist so schön, weil da schlüpf ich nei und fühl mich sofort wohl. Mein Schleppli verstehen mich. Und da sitzen wir drei dann so gemütlich. Mein Schleppli schmiechen sich zärtlich an mein Füß. Und dann denken wir zurück. Was haben wir schon alles erlebt, mein Schleppli und ich, in den letzten 25 Jahren. Ja, meine Frau, in unserer allerersten Liebesnacht wollte sie schon, dass ich mein Schleppli im Bett ausziehe. Aber nee, mein Schleppli sind immer dabei. Daran ist die Ehe fast zerbrochen. Aber nur fast, weil ein Mann kann doch seine Frau lieb hab und seine Schleppli. Und das Hündli, das wo wir gehabt haben, am Anfang hat so schön gespielt mit meine Schleppli, bis das Hündli mein Schleppli zerbissen hat. Da haben wir dann zum Tierarzt gehen müssen. Das war eine Erlösung für mein Schleppli. Ach, und wisst ihr noch, ihr Schleppli, wie ich damals diesen Pilz gehabt hab? Was haben sie mit mir gelitten, mein Schleppli? Aber sie haben an mir gehalten, in guten wie in schlechten Tagen. Ich glaub, die besten Freundinnen eines Mannes, das sind doch seine Schleppli.